Hey Leute, mein Name ist Tobi und ihr seid bei meinem Video-Review zum JGN-Modell RC-Helikopter aus China gelandet. Ich habe das Modell von tmart.com. Dort kostet es rund 15 Euro. Und was es taugt, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Meiner Meinung nach ist das Unboxing immer der langweiligste Part, also versuche ich es möglichst kurz zu halten. Wir haben in der Packung selbstverständlich den Helikopter und dazu ein kleines Handbuch, das sogar die Sprache Englisch besitzt. Dann gibt es natürlich noch die Fernsteuerung. Und das war's auch eigentlich. Schauen wir uns zunächst mal die mitgelieferte Fernsteuerung an. Die Qualität an sich ist, ja, auch für China würde ich mal sagen, wirklich Billigqualität. Das merkt man vor allem daran, dass bei mir die Knöpfe oder die Knüppel in der Packung schon abgebrochen sind. Ich finde das jetzt nicht furchtbar schlimm. Erstens könnte ich sie wieder draufkleben und zweitens lässt es sich auch ohne die rausstehenden Noppel ganz gut bedienen. Die Fernsteuerung an sich braucht 5 AA-Batterien, die durch eine Schraube hinten gesichert werden. Ihr braucht so viel Strom, weil ihr mit der Fernsteuerung den Helikopter auch aufladen könnt. Dazu wird das einfach hier unten eingesteckt und die Fernsteuerung angemacht. Und wenn dann angeschlossen ist, seht ihr ein Charge-Licht blinken. Alternativ dazu, was aber nicht mitgeliefert wird, gibt es auch passende Netzteile. Ich habe jetzt zufällig so eins noch daheim gehabt, von einem China Media Player. Und ja, damit könnt ihr den Helikopter auch aufladen und somit die Batterien ein wenig sparen. Wie schon erwähnt, ist die Fernsteuerung sehr billig verarbeitet. Ihr habt an Steuermöglichkeiten, ich sag mal das Gaspedal oder ja, die Höhenverstellung, wie schnell sich die Rotoren bewegen, umso höher steigt der Helikopter. Und ihr könnt nach links und nach rechts drehen. Geradeaus fliegt er immer leicht von alleine. Es kommt vor, dass mit steigenden und fallenden Batteriestand der Helikopter anfängt in der Luft zu spinnen. Dazu gibt es hier seitlich 2 Knöpfe, mit denen ihr das ausgleichen könnt. Im Gegensatz zur Fernsteuerung wirkt der Helikopter an sich fast hochwertig. Also er hat ein Aluminiumgehäuse und es wackelt und rüttelt eigentlich nichts dran. Bei den ersten paar Flügen bin ich auch schon einige Male gecrashed und ja, da hat er sich nichts anmerken lassen. Also, wenn man mit einer billigeren Fernbedienung leben kann, der Helikopter ist meiner Meinung nach recht hochwertig. Um den Helikopter anzuschalten, müsst ihr ihn erstmal umdrehen. Neben der Ladebuchse befindet sich ein kleiner Schieberegler, um den Helikopter zu aktivieren. Nun ist der Helikopter nicht nur empfangsbereit, nein, er begrüßt euch auch gleich mit einem kleinen Lichtspiel. Er hat eingebaute, ziemlich helle LEDs, die euch auch einen Nachtflug ermöglichen. Und wie ihr seht, bei Tag auch noch recht hell sind und nicht schlecht aussehen. Hier seht ihr einen meiner ersten Flugversuche, in denen der Helikopter noch nicht richtig kalibriert ist. Das heißt, er spinnt unkontrolliert in eine Richtung. Das kann man mit den Schultertasten ausgleichen, was relativ gut funktioniert. Allerdings nur, solange man die gleiche Geschwindigkeit oder die gleiche Flughöhe beibehält. Lässt man den Rotor schneller drehen, ist es eigentlich üblich, zumindest bei meinem Modell, dass er wieder leicht ins Spinnen kommt. Nichtsdestotrotz ist der Helikopter wirklich sehr stabil in der Luft. Und ja, man kann sagen, gutmütig. Nach ein paar Minuten gelangen mir einigermaßen kontrollierte Flüge. Nach den ersten Indoor-Flugversuchen
nutzte ich den bei uns endlich anfangenden Frühling, um den Helikopter unter freiem Himmel zu testen. Leider war es sehr windig. Oh, ich weiß nicht, wo ich. In den kurzen, wirklich windstillen Momenten hat man sehr wohl das Potenzial des Helikopters erkannt, aber schon bei der leichtesten Böe hat man quasi keine Chance mehr, das Leichtgewicht unter Kontrolle zu halten. Nach einer Vielzahl von weiteren Flügen und leider auch einigen Crashes habe ich den Helikopter nochmal einer Routineuntersuchung unterzogen. Wie ihr sehen könnt, hat es leider die vordere Flug-LED verschoben. Sie leuchtet jetzt das Innere des leicht angeknacksten Gehäuses aus und nicht mehr aus der eigentlichen Öffnung hinaus. Etwas tragischer sind leider die weiteren inneren Verletzungen. Der An- und Ausschalter hat sich nämlich ins Innere des Gehäuses zurückgezogen und die Ladebuchse leider auch mitgenommen. Ja, was lässt sich schlussendlich über den Helikopter sagen? Ich für meinen Teil hatte wirklich viel Spaß mit dem Gerät. Kann mir aber vorstellen, dass ambitioniertere Flieger, ja, mehr haben wollen. Ein hochwertigeres, besser steuerbares Produkt. Aber mal ganz ehrlich, für 15 Euro ist das Teil wirklich jeden Cent wert, macht tierisch Spaß und auch wenn er jetzt ein wenig Schaden genommen hat, ich denke, das lässt sich schnell reparieren und ich denke, ich werde noch viele, viele Runden mit meinem neuen Spielzeug fliegen.